Schönen Abend, Norbert Hofer. Sie haben heute ja für einiges Aufsehen gesorgt mit einer Pressekonferenz, wo Sie dringend die Einstellung der Impfungen mit AstraZeneca gefordert haben. Warum? Also eine Impfpause sozusagen, weil im Moment nicht wirklich klar ist, ob diese Impfung erhebliche Nebenwirkungen in vielen Fällen auslösen kann. Andere Länder haben deswegen bereits einen Impfstopp verhängt. Sie wissen, Deutschland, Frankreich, viele, viele andere Staaten in der Europäischen Union. Und es wäre ein Gebot der Sorgfalt, das auch in Österreich zu tun. Wissen wir, dass Sie üblicherweise in der Gesundheitsszene sehr gut connected sind. Ihre Frau arbeitet in einem Pflegeheim, Sie haben gute Kontakte zu Spitälern. Warum sind Sie so skeptisch dem Impfstoff AstraZeneca gegenüber? Weil es auch in meinem persönlichen Umfeld, und ich nehme an, dass es vielen Österreicherinnen und Österreichern ähnlich gehen wird, auffallend viele Fälle gibt, wo Menschen, die mit AstraZeneca geimpft wurden, auch entsprechende Nebenwirkungen haben. Und das sind durchwegs junge Menschen, mit denen ich hier Kontakt hatte. Ich habe einen Fall, wo ein Verwandter von mir eine Ehefrau hat, die auch in einem Spital arbeitet. Hier wurden rund 100 Kolleginnen geimpft und es gab bei 90 Kolleginnen Nebenwirkungen, großteils leichte, Gott sei Dank, aber auch einige, die schwerer waren. Sie glauben ja, dass es unverantwortlich ist, wenn unsere Bundesregierung jetzt sagt, wir impfen weiter, weil das Risiko der Todesfälle wegen Corona ist höher als das Risiko der Todesfälle mit AstraZeneca. Ich glaube, dass man das gar nicht so einfach auch aufrechnen kann. Ich sage nicht, dass AstraZeneca vom Markt genommen werden soll, sondern ich sage, man soll sich diese 2 Wochen jetzt Zeit nehmen, um wirklich zu prüfen, ob dieser Impfstoff sicher ist. Ich darf daran erinnern, dass als die erste Impfung in Österreich geimpft wurde, das war am 27. Dezember, da hat man danach gemeint, man macht 2 Wochen Pause nach diesem medial vorgezeigten Impfstart und beginnt erst dann mit der regulären Impfung in Österreich. Also hier waren die 2 Wochen egal und jetzt, wo es um die Sicherheit geht, da sind diese 2 Wochen plötzlich nicht mehr egal. Also ich glaube, diese Zeit muss man sich nehmen und auch Deutschland, auch Frankreich, auch dort wird man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Sie glauben, das, was wir in Österreich machen, ist unverantwortlich? Naja, es sind mehrere Dinge passiert. Also erstens jetzt, dass man einfach weiterimpft und sich diese Zeit nicht nimmt. Und zweitens die Frage, wie man Impfstoffe beschafft und bestellt hat. Also wenn Millionen von Dosen nicht abgerufen wurden, also wenn bei Johnson & Johnson 1,5 Millionen Dosen einfach nicht bestellt wurden, obwohl hier ja nur eine Impfdosis notwendig wäre, dann verstehe ich den Zugang nicht. Und ich verstehe auch nicht, wenn man dann behauptet, es wäre nur ein Beamter gewesen, der dafür verantwortlich wäre. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht Gesundheitsminister wäre, dass ich da nicht im Detail über alles informiert wäre, noch dazu bei so einer wichtigen Frage, was die Impfstoffbeschaffung anbelangt. Anne Schober steht auch in Kontakt mit den anderen Gesundheitsministern in der Europäischen Union. Es ist also sehr, sehr einfach, hier die Schuld abzuschieben, entweder auf die EU oder auf einen Beamten. Das ist ein Weg, der nicht ehrlich ist und ich glaube auch nicht daran, dass die Herrschaften nicht informiert waren. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das Bekanntwerden der vielen Fakten über die Impfstoffverteilung jetzt ziemlich wütend macht. Sie haben das ja schon vor Wochen geahnt, aber konnten es damals nicht mit Fakten unterlegen. Und Sie haben vor Wochen schon aus anderen Umständen den Rücktritt von Gesundheitsminister Anne Schober gefordert. Gestern haben das auch die NEOS getan. In Ihrer Pressekonferenz habe ich das heute vermisst. Ich sage es ja bei jeder Gelegenheit, dass diese Funktion neu besetzt werden soll. Ich war deswegen zurückhaltend, weil ja Minister Anne Schober erst kürzlich erkrankt war und es nicht mein Stil ist, jemanden, der sowieso gesundheitlich unter Druck steht, dann auch noch weiter auf ihn Druck auszuüben. Aber ich muss schon sehr offen und ehrlich sagen, es kommt irgendwann der Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. Es ist einfach zu viel passiert und das Schlimmste war es eben die Impfstoffbestellung. Man kann doch nicht sagen, man macht einen grünen Impfpass in Form jetzt der E-Card, wo jene Menschen, die geimpft sind, neue Freiheiten bekommen sollen und dann können sich die Menschen noch dazu gar nicht impfen lassen. Ich möchte auch sagen, dass sich ja geimpfte Menschen vor nicht geimpften Menschen nicht fürchten müssen. Also wenn man nach der Impfung immun ist, und das wurde uns ja versprochen, warum teilt man dann das Land in 2 Gruppen? Wenn sich jemand freiwillig nicht impfen lassen will, dann ist es eine höchstpersönliche Entscheidung und niemand, der geimpft ist, muss sich vor jemanden fürchten,
der eben sich nicht impfen lassen will. Wie kommen wir denn Ihrer Meinung nach aus diesem Impfdebakel wieder heraus? Ja, einfach alles daran setzen, so schnell wie möglich an mehr Impfstoff zu kommen, auch in Kooperation mit anderen Staaten außerhalb der Europäischen Union. Jene Länder, die das getan hatten, wie Serbien, wie Israel, haben ausreichend Impfstoff. In Serbien kann man sich aussuchen, welchen Impfstoff man erhalten will. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist die Frage der wirtschaftlichen Zukunft. Was nicht gehen wird, ist, dass man jetzt sagt, naja, man sperrt vielleicht die Gastronomie und die Hotellerie auf, aber eben mit der Unsicherheit, dass es vielleicht Mitte April einen weiteren Lockdown geben könnte. Also ich glaube, da muss man ganz klar sagen, wir ändern unsere Strategie. Es wird aufgesperrt und es kommt kein weiterer Lockdown, sondern unter Regeln, unter klaren Regeln werden die Betriebe offen gehalten. Dann können die Betriebe auch den Wareneinkauf erledigen und können sich darauf verlassen, dass die Arbeit weitergeht. Sie haben ja heute zum Schluss gefragt, einen flammenden Appell für die Öffnung gehalten. Und das, obwohl wir heute eine Rekordzahl an Neuinfektionen, 3250 Neuinfektionen haben. Ja. Trotz aller Maßnahmen, die wir bisher gesetzt haben, weil die Menschen in den privaten Bereich hineingepresst werden und das Treffen im öffentlichen Raum so schwierig gemacht wird. Wenn man auch vergleicht die Zahl der Lockdown-Tage und die Fallzahlen, dann wird man erkennen, dass Österreich trotz vieler Lockdown-Tage, wir haben mehr Lockdown-Tage als die meisten anderen Staaten in der Europäischen Union, höhere Fallzahlen hat als ebenfalls die meisten anderen Staaten in der Europäischen Union. Das heißt, der Lockdown funktioniert nicht mehr. Deswegen brauchen wir den anderen Weg, den öffentlichen Raum begehbar zu machen, unter klaren Regeln und auch die Gastronomie, die Hotellerie zu öffnen, auch die Kulturbetriebe wieder zum Leben zu erwecken, denn es gibt dort hervorragende Präventionskonzepte, die auch funktionieren und die auch eingespielt und geübt sind. Und der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir brauchen diese Kontakte, wir brauchen Kultur, wir brauchen das Treffen auch in der Gastronomie. Aber klar, unter Regeln, und das wollen wir umsetzen. Und Sie haben heute auch gesagt, Einreisen ohne Quarantäne muss wieder möglich sein, zum Beispiel aus Mallorca. Also es gibt ja Länder, wo die Inzidenzen weit geringer sind als in Österreich, auch die Fallzahlen niedriger sind. Und das ist doch nur logisch, dass wenn ich aus einem Land einreise, wo es weniger Fälle gibt als bei uns, dass man dann nicht eine Quarantäne verhängt. Da muss ein Test vor der Einreise einfach auch reichen. Und die Menschen brauchen auch ihren Urlaub, ein paar Tage, wo man auch vielleicht das Meer wieder sehen kann und auch die offenen Betriebe in Österreich. Wir müssen das wieder ermöglichen. Und Sie wollen, dass der Tourismus aufsperrt. Das ist Ihnen, glaube ich, ein ganz großes Anliegen. Ja, das ist so notwendig, weil auch die Betriebe alles tun, damit die Gäste in den Hotels oder in den Restaurants auch sicher sind. Und diese Sicherheit kann auch gewährleistet werden. Und man ist dort sicherer als irgendwo im privaten Bereich, wo man sich mit Freunden trifft, weil man es einfach nicht mehr aushält, isoliert und alleine zu sein. Und wenn wir gesund sein wollen, dann ist es ein umfassender Begriff. Es gibt ja nicht nur Corona, es gibt auch die psychische Gesundheit, es gibt auch viele andere Bereiche, Operationen, die nicht stattfinden können, Vorsorgeuntersuchungen, die eben nicht stattfinden. Also man darf sich nicht den Blick auf das Gesamte verstellen. Ein Politiker muss immer auch versuchen, sich nicht in Details zu verstricken, sondern den Blick auch von oben zu haben und zu erkennen, welche Gesamtmaßnahmen sind die besten. Letzte Frage, Herr Parteiobmann. Sie haben am Wochenende für Aufsehen gesorgt, weil Sie gesagt haben, Sie haben Informationen, dass im April nach Ostern der nächste Lockdown kommt. War das ernst gemeint oder war das nur so ein Pessimismus-Szenario? Nein, ich würde immer behauptet, wenn ich etwas sage, dass das dann doch nicht so ist. Dann kommt es aber schon. Bei einer letzten Prognose hat es geheißen, das wäre alles nur ein Gerücht, eine Entenfamilie und so weiter. Lockdown kam dann natürlich. Und hier ist es genauso. Also die Experten haben uns gesagt in der Videokonferenz, dass die Zahlen linear steigen in Österreich. Und wenn man jetzt nach vorne rechnet bis Mitte April, dann liegen wir dort etwa bei 6.000, was die Fallzahl anbelangt. Und das macht den Lockdown wahrscheinlich, wenn sich die Regierung nicht von der bisherigen Politik verabschiedet und das, was ich gesagt habe, umsetzt, nämlich ein Leben unter Regeln zu ermöglichen. Die Menschen wollen nicht nur überleben, sie wollen auch leben.
Gut, und ganz zum Schluss, lieber Herr Parteiobmann, noch mehr Aufsehen als Ihre Aussagen, Ihre politischen Aussagen hat heute Ihr neuer Look auf Social Media gesorgt. Einerseits die sportliche Frisur, dass Sie ungefähr 10 Jahre jünger ausschauen, aber vor allem Ihre Brille. Könnten Sie so lieb sein und die einmal aufsetzen, damit unsere Fellner Live-Zuseher sehen, mit welcher Brille Sie da heute Furore gemacht haben? Ja, das ist also der neue Norbert Hofer. Warum jetzt dieser neue, coole Look, Herr Parteiobmann? Das hat eigentlich keinen speziellen Grund. Ich habe jede Menge Lesebrillen, habe halt einfach eine genommen, die greifbar war. Und was den Look anbelangt, meine Frau hat gemeint, ich sehe es aus wie Professor Brown von Zurück in die Zukunft. Ich habe darüber herzlich gelacht. Die anderen sagen, sie schauen 10 Jahre jünger aus und könnten jetzt als Jugendpolitiker durchgehen. Aber die Brille hat heute wirklich für Furore auf Social Media gesorgt. Das war also Norbert Hofer im neuen Style.